Hallo liebe Gäste. Willkommen am Julius-Matterle-Gymnasium in Grimmitschau. Wir sind hier im Haus Westberg. Eines der beiden Gebäude, die zu unserer Schule gehören. Leider findet ihr, eure Eltern und all die anderen Gäste auch in diesem Jahr unsere Schule wegen Corona nicht persönlich besuchen. Deshalb nehmen wir euch gerne mit auf einen digitalen Rundgang durch unsere Schule. Wir, das sind Kim Ludwig und Lindsay Meissner. In diesem Haus lernen die Schüler der Klasse 5 bis 8. Das ist unser neuer Clubraum mit einem Trinkbrunnen. Den haben uns die Wasserwerke gespendet für unsere erfolgreiche Teilnahme am Deutschwettbewerb. Lass uns doch einmal einen Blick in das Klassenzimmer der 5B werfen. Das klingt nach Englisch. Und hier kannst du auch unsere neuen digitalen Tafeln sehen. Du glaubst gar nicht, was die alles können. Das hier ist unser Musikzimmer. Oh, die Fünften nutzen gerade die verschiedenen Instrumente. Lasst uns mal kurz lauschen. Aber im Musikunterricht besuchen wir auch Konzerte oder arbeiten mit Künstlern zusammen an Projekten. Wir sind zum Beispiel Partnerschule des Jugendmusiknetzwerks des MDR, MDR Clara. Diese Bilder haben die Schüler der GTA Kreatives Gestalten gemalt. Die kann man hier überall im Haus finden. Hier am Ende der Gänge befinden sich unsere naturwissenschaftlichen Räume. Aber wir haben neue, moderne Laborräume, in denen die Schüler arbeiten können. Du weißt ja, wir sind ein Gymnasium mit einer vertieften mathematisch-naturwissenschaftlichen Ausbildung. Und hier finden die Schüler besonders gute Arbeitsbedingungen vor. Und hier ist gerade Physik. Das ist eine der beiden Informatikräume. Unsere GTA-Robotik ist auch sehr erfolgreich in Wettbewerben. Aber auch andere Fächer nutzen die Computerräume im Unterricht. Und die Schüler können natürlich auch auf iPads arbeiten, die wir mit in die Klassenzimmer nehmen können. Im Schulhaus findet man verschiedene Wände wie diese hier. Die sind im Rahmen verschiedener Schüleraustausche entstanden. Wir haben Partnerschulen in Tschechien, in Holland und in den USA. In der dritten und vierten Etage befinden sich die Räume für Geo, Geschichte und die zweiten Fremdsprachen. Bei uns kann man Französisch, Latein und Russisch lernen. Aber auch Spanisch wird in einer GTA angeboten. Hier verbringen wir unsere großen Pausen. Spielen Tischtennis oder entspannen einfach nur. So, jetzt hast du einen ersten Eindruck von unserer Schule, dem Haus Westberg, bekommen. Allerdings haben wir auch noch ein zweites Haus, das Haus Lindenstraße, ein paar Meter von hier entfernt. Dort lernen die 9. bis 12. Klassen. Wenn du noch mehr über unsere Schule lernen möchtest, dann empfehlen wir dir, auf die Homepage unserer Schule zu gehen. Dort gibt es eine Bildergalerie und kleine Videos zu den Fächern und Freizeitaktivitäten. Und natürlich auch Informationen dazu,
was du tun musst, um Schüler unserer Schule zu werden. So, jetzt müssen wir uns aber verabschieden. Aber wir freuen uns darauf, euch im nächsten Schuljahr hier zu treffen. Also, bis bald!